Hallo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Lukas Show und heute zeige ich mal diese Mac Audio MPS 701 Anlage mit Bluetooth da plus FM, hier AUX in USB, hier CD, 720 Watt Max und hat halt hier nicht. Fangen wir mal mit der Fernbedienung an. Das ist die Fernbedienung hierfür. Hier können wir einmal die Uhr stellen, einmal Wecker und so weiter hier. Hier ist die Fernbedienung. Steht aber als in der Bedienungsanleitung sehr gut erklärt, muss ich sagen. Schalten wir sie mal ein und das geht bis 32, hat 720 Watt Maximalbelastung und macht halt richtig viel Spaß. 150 Euro kostet das Teil. Wir machen heute den Schwing- und Bass-Test. Also viel Spaß bei diesem Video. Natürlich haben wir auch einen Equalizer da dran. Der ist rotig hier um den Lautstärkeregler. Bleibt immer an. Egal ob hier blau bleibt rot, pink bleibt rot oder aus. Bleibt auch rot. So sieht das bei den Lautsprechern aus, wenn es rot ist. So bei blau, so bei pink, so bei aus. Okay? So. Ich würde sagen, starten wir mal den Schwingtest. Und apropos, hier ist Equalizer. Rock ist Bassmoji. Pop ist so wenig Bass, wie es nur geht. Flat ist alles auf 0 gesetzt, nicht auf Minus. Jazz ist so mittel. Classic ist auch so mittel. Rock ist Bassmoji. Nehmen wir das einfach hier mal zum Schwingtest. Und Start. Das Lied heißt Bass. Ich meine schon Just Bass von Bassmechanik. Also so, die schwingen ganz schön, klingt aber auch noch schön. Das war erst Lautstärke 14. Jetzt machen wir mal den Bass-Test. Das knallt richtig, ich sag's euch. Dazu nehmen wir anderes Lied. Die Namen erfährt ihr in der Videobeschreibung. Das hier. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr, wenn ihr die kaufen wollt, ich lasse euch auch den Link in der Videobeschreibung dazu. Also ich sage einfach nur viel Spaß beim nächsten Mal Video. Euer Lukas Show.